Guten Tag und auf ein neues. Guten Tag. Folge 2, ne? Hehe. Ab ins Loch. Nee. Jetzt werden wir sehen, ob Isaac sie retten kann. Und den Cliffhanger vor einer Zeit. Superman! Ja. Los, streck den Arm aus! Auf und davon! Also. Sind, waren das nicht mal Hunde? Ne, das waren mal. Also das. Ja. Das waren mal Hunde, aber 2 und 1 waren es Babys. Ja. Waren es bei 2 auch noch? Weiß ich gar nicht mehr. Gute Frage. Auf jeden Fall ging es. Doch, ich glaube schon. Auf jeden Fall ging es immer. Und 2 war schon mal in so einem Kindergarten. Ja. Das war mein Lieblings. Wieso? Keine Ahnung, ich fand es cool. Das war halt, sag ich mal, so schön bizarr. Da ist schon schön bunt war alles, teilweise. Weißt du, was blöd ist? Was? Ich hätte Vater voll gewesen sollen. Tja. Was hast du denn Pech? Treppe hoch, Treppe runter. Treppe? Ja, Leiter, leck mich. Die Türen brauchen so ewig. Hat die so eine, von so einer Form gekriegt, deswegen sieht man so schön die Zahnrädchen. Das ist echt. Oh, sind Sie da? Ja. Ja, ich bin hier. Das sollte sie erstmal aufhalten. Gut. Das SOS kommt von irgendwo direkt über mir. Und ich glaube, ich habe den Hauptgenerator des Schiffs gefunden. Wenn ich die Stromzufuhr wiederherstellen kann, sollte sich der Übergang für sie öffnen. Was ist mit Ihnen? Hier gibt es einen Aufzug, der direkt zur Spitze hochgeht. Ich treffe Sie an Ellis Koordinaten. Wieso? Nicht. Das nicht. Das ist komisch, ich denke, Knochen. Ja, gut. Das zum Beispiel. Hinter mir! Ja, so ein scheiß Loch. Die wollen halt auch ein bisschen Spaß haben. Voll Spaß. Also da oben. Dann wird's schuftig. Du dich schön, ne? All die Jahre ganz alleine. Ja, immer dieselben Personen. Jetzt kommt einer zum Spielen. Meist muss man, ne? Die Chance muss man beim Shop verpacken. Jumping Flash, Jumping Flash. Schnauze, Schnauze. Endlich wieder Strom. Und fertig. Was ich cool finde, dass dein Anzug so ein Licht vor dir aufgeht. Ja, so eine Taschenlampe. Ja. So ein bisschen. Finde ich eigentlich ganz cool. Was ist das? Oder kommt nochmal einer? Ja, gleich kommt was. Ganz bestimmt. Ja, da war gerade was. Ja, sag ich doch. Meistens ist immer irgendwas, immer was, hey, groß im Gang. Wir haben Sachen. Was ist das denn? Der Übergang hat sich gerade geöffnet. Gern geschehen. Rosen, ist das immer unser? Ist das immer unser? Nee, da war gerade jetzt über die rechts. Auf mir. Oder auf dir. Ich hab grad Fußball gespielt. Tja. In Bearbeitung. Mhm. Hey.
Du musst nicht hier komisches Ding kreuz drehen, dass die Tür aufgeht. Was für ein Ding? Und gerade eben war es immer so nur nach 15 Uhr alt Türen. Das ist eine Mischung aus beidem. Ja, die erste mit hier. Ach, das ist ein Aufzug, vielleicht ist das ein rostiger Aufzug. Ein bisschen. Farbig noch. Spitze. Und ja, ein bisschen abgeblättert, aber sonst. Hier ein Eimer mit Farbe. Silent Hill Aufzug. Du hast es gefunden. Oh, Ellie, Baby. Ich wusste, bis zum Sturm zu sterben. Captain, ist er das? Ja, das ist er. Also, Clark, es ist mir ein Vergnügen. Austin Buckle, Mark Hobbs. Und das hier ist Jennifer Santos, unsere kleine Lady mit dem großen Grips. Wenn Sie wirklich das Markerskript dechiffrieren können, dann hat diese Mission vielleicht noch eine Chance. Isaac, danke, dass du gekommen bist. Als ob ich eine Wahl gehabt hätte. Ich weiß, tut mir leid. Aber ich habe dir so viel zu erzählen. Okay, wir müssen hier schleunigst verschwinden. Los, los. Nein, noch nicht. Isaac, wir müssen den Marker stoppen. Die Spur endet am Quartier des Admirals. Sie hat überall an die Wände Markersymbole geschrieben. Die Antworten sind da drin, ich weiß es. Wir können erst gehen, wenn wir wissen, was sie bedeuten. Dann überlass Isaac das übersetzen. Wir gehen jetzt. Ich helfe Buckle, du Santos. Und los! Kümmer du dich um deine Crew. Die braucht dich mehr als ich. Die Männer in so einem überbauten Vollkörperanzug. Und die Frauen haben Ausschnitt, der bis zum Bauchnabel runtergeht. Ja, und wenn der Auffall ist, die Tussi hat wieder ein Auge. Wie wieder ein Auge? Bei zwei wird sie ausgestochen. Hey? Ja. Ist die vom zweiten Teil? Ist die vom zweiten Teil. Echt? Schon. Ihr wird ein Auge ausgestochen? Tatsächlich? Schlecht. Ich überlege gerade. Für den anderen Psychopath. Gutes Gehalt. Isaac, oder neues. Es passiert im Moment so viel. Also Norton, ja? Das ging ja schon. Wir sind auch geil, wenn es zählt. Die sind im Jahr, was weiß ich was? Die können einfach Aliens aus dem Nichts machen. Warum sollen die nicht ein Auge wiederherstellen können? Ist ein bisschen belzig schon. Deine Hilfe sind dir geliefert. Also. Als ob ich eine Wahl hätte. Ja. Geht doch. Was? Was zum Teufel? Willst du mich verarschen? Und der gleiche Schiss nochmal. Ja. Willst du mich jetzt verarschen? Hat's noch gereicht? Ich hab gar nicht gesehen. Das soll ich doch nicht richtig. Ich muss nicht mal ausweichen. Freilich. Man kann sich ja jetzt auch freuen. Nur ein bisschen. Okay. Zum nächsten. Meinst du? Hallo. Hm. Okay. Ja, geht besser gesagt. Ja. Guck.
so nicht. Ich spiele zum Aggressionsbewältigen. Ein wenig. Schon wieder. Ich hasse es, wenn Levels recycelt werden. Ganz krass war es bei Devil May Cry 3? Nee, 4. Also das wieder und wieder. Ja, wurde ja. Na, du spielst ja mit zwei Charakteren, einmal der eine mit der komischen Hand und dann Dante. Zurück? Also ne, einmal vor und vor zurück wieder. Ja, es geht hier noch. Ja, hier geht's noch, klar, aber. So haben die jetzt mal Lokoflockig wieder 20 Minuten bald rausgeschlagen. Das war gut. Ja, ich war ein bisschen zu langsam. War gut. Weniger Speed. Vielleicht besser. Geht doch. Isaac, hier Carver. Wir sind hier alle in Sicherheit. Was ist mit den anderen? Sie werden leben. Wir treffen uns im Quartier des Admirals. Lassen Sie mich nicht warten. Einer hätte jetzt eigentlich gereicht im Schockmoment. Finde ich jetzt. Doppelt hält besser. Ja, aber das ist wieder so. Dann übertreiben sie es, einer reicht und dann eine Welle ganz ruhig und dann muss wieder ankommen. Denkst du, ich hab auch. Ich denke. Isaac Hack-Funktion. Muss man das synchron machen? Deswegen steht auch links und rechts. Und gehackt. Hab's gesehen. So gut. Wenn es so einfach geht mit Hacken, dann hack ich jetzt in irgendeine Bank. Mach ich nur immer hier. Zuck, zuck. Ist ein Hirsch? Was ist ein Hirschgeweih? Oh mein Gott. Oh. Ellie, komm mal hier. Wir haben das Quartier des Admirals erreicht. Isaac ist. Abschalten. Hey, Isaac. Isaac? Kauber, was ist da los? Abschalten. Isaac. Abschalten. Hey. Abschei! Was ist denn los? Nichts. Alles in Ordnung. Alles okay. Ellie. Der Admiral war besessen davon, einen Schlüssel herzustellen. Ein Schlüssel? Wofür? Hey, ein Schlüssel wofür? Für irgendeine Alien-Apparatur. Eine Maschine. Sie glaubte wohl, dass sie die Marker steuert. Oh mein Gott. Sie wollte sie abschalten. Das schrieb sie immer wieder. Wie ein Mantra. Oder Anweisungen. Genau danach haben wir doch gesucht. Das ist nicht irgendein Planet, Isaac. Sie haben die Quelle gefunden. Die Heimat der Marker. Der Teufel soll mich holen. Mit der Marker. Okay, wir sammeln uns im Kontrollraum. Von dort aus planen wir unseren nächsten Schritt. Clark, kommen Sie zu sich! Los jetzt, Clark! Die Heimat der Marker? Really? Ist dir nichts Besseres eingefallen? Der Ursprung. Ja. Verdammt, Marjorie.
Ich setze unten auf diesem Eiswürfel das Leben von vielen tapferen Männern und Frauen aufs Spiel. Soldaten, die im Krieg zu Hause kämpfen können. Würde mir jetzt bitte mal jemand erklären, wonach wir überhaupt suchen? Wir suchen nach Hoffnung, Jenny. Göttiger Gott. Unterstützung für den Krieg und unsere Kampfkraft schwinden. Wir haben keine Rohstoffe mehr. Die Öffentlichkeit wendet sich gegen uns und uns läuft die Zeit davon. Beantworten Sie einfach meine verdammte Frage. Wonach suchen wir? Nach Markern. Das soll wohl schaffen. Nein, General. Ist es nicht. Ich werde Dr. Serrano in ihr Quartier schicken. Er wird sie dann briefen. Sie müssen den Verstand verloren. General, weggetreten. Mhm. Ach, alles schön gemerkt. Mit Sitzen gemacht. Super. Wenn wir es wieder flott kriegen, schaffen wir es damit vielleicht zur Planetenoberfläche. Keine Chance. Wenn wir dieses Shuttle finden, machen wir hier die Wiege. Verdammt, Robert, wenn wir die Marker nicht stoppen, gibt es nichts mehr, wohin wir zurück könnten. So oder so scheint das Shuttle unsere einzige Chance zu sein. Wo ist es? Im größten Schiff der Flotte, der Terra Nova. Aber es ist ein langer Weg dorthin. Wir müssen eine Möglichkeit gehabt haben, zwischen den Schiffen zu pendeln. Wenn Sie eine Möglichkeit hatten, finden wir sie. Hört sich komisch an. Ich krieg Angst. Nicht. Guten Tag, General. Admiral Graves bat mich, Ihnen diese Informationen zu liefern. Als der schwarze Marker 2214 auf der Erde exhumiert wurde, überstieg er unser Wissenschaftsverständnis. Er schien endlos Energie zu produzieren. Eine wichtige Eigenschaft in unseren rohstoffarmen Zeiten. Man versuchte, den Marker zu replizieren, in der Hoffnung, seine Technologie zu verstehen und dabei endlos Energie für uns zu generieren. Stellen Sie sich unsere Überraschung vor, als wir entdeckten, dass er keine Energie produzierte, sondern solche empfing. Und zwar über Trägerwellen aus den Tiefen des Alls. Die Triangulation dieses Markersignals offenbarte einen unentdeckten Planeten, den wir nun als Tau Volantis kennen. Wir hoffen, die Quelle des Signals zu finden und die Energie für uns zu nutzen. Ein Erfolg würde eine bessere Zukunft bedeuten für uns alle. General, danke für Ihre Zeit. Interessant. Admiral Graves bat mich, von vorne an. Informationen zu liefern. Gut. Als der schwarze Marker 2214 auf der Erde exhumiert wurde, wusste gar nicht, dass die Marker Empfänger sind. Ich dachte, es war ein Sender. Jetzt weiß ich. Ja. Ziemlich schnell. Ja, soll ich wieder aufstecken? Das finde ich jetzt einfach zu much. Da, kriegt einmal auf. Wie du gesagt hast, die wollen alle mit mir spielen. Ja. Es gibt auch noch andere Menschen auf dem Schiff, die man nerven kann. Welche, die keine Rüstung haben und welche, die keine Waffen haben. Und auch welche, die einen tiefen Ausschnitt haben. Ich will nicht bücken, ich will. Scheißding. Gar nicht probiert. Und was ich schon, dass sich totgestellt hat? Na, das Pech geht. Ich häng. Ja, ich weiß. Ich muss gerade überlegen, hatte man in Dead Space 2 eine Taschenlampe? Oh, nur eine Knarre. Na? Ja? Isaac, da bist du ja. Wo sind die anderen? Sucht nach einem Weg raus aus diesem Wrack. Santos, sagen Sie ihm, was wir gefunden haben. Natürlich. Wir haben ein kleines Wartungsshuttle gefunden, ein Skip. Es ist nicht sehr schnell und kommt auch nicht sehr weit. Aber es wird Sie zu den äußeren Schiffen bringen. Ich schicke Ihnen die Koordinaten. Und jetzt holen wir uns das Shuttle, damit wir endlich heimkommen.
Robert, wir werden nicht heimkehren. Hey, hey, wir holen das Shuttle, dann entscheiden wir, was wir tun. Ich sehe mir dieses Skip an. Hey, da gibt's neue Anzüge. Ja, gibt's da auch wirklich neue Anzüge? Ja. Coole Anzüge? Dead Space Legendenanzug ist freigeschaltet. Weißt du, es gibt ein paar Stück. Ja. Aber ich möchte einer, der gut aussieht. Legende ist. Der normale. Der Mechanikanzug? Ja. Darf ich mal sehen? Licht kenne ich noch. Ja. Ich weiß nicht, ich finde ihn irgendwie im coolsten. Ist halt klassisch, das weiß ich. Ja. Weiß nicht, willst du den drin lassen oder ist er nicht so toll? Oder gibt es noch einen besseren? Es gibt manche, die sehen cool aus, aber haben eine beschissene Farbe. Okay. Lass uns mal so. Hier kann man die einzelnen Dinger verbessern. Okay. Oh, du kannst sogar noch was aufbessern. Ja, wie gesagt, ich bin bloß durchgerannt. Ah, okay, cool. Ich finde ihn einfach toll, den Anzug irgendwie. Isaac, Morgan hier. Warum kontaktieren Sie mich auf einem privaten Kanal? Weil ich wissen muss, ob Sie auf meiner Seite sind. Es gibt ist das Arschloch vom Planeten? Ich weiß, Sie hatten was mit. Aber sie gehört jetzt zu mir und ich liebe sie zu sehr, um sie das tun zu lassen. Wenn sie recht hat und hier ist die Heimat der Marker, gibt es vielleicht eine Chance, das Ganze wir zu stoppen? Wir beide wissen doch, wie das enden wird. Hätte man vor 200 Jahren einen Weg gefunden, die Marker zu stoppen, wären wir jetzt alle in Sicherheit. Das ergibt doch keinen Sinn. Oh, jetzt kann ich nicht. Sie denken, Sie und Sie. Vergessen Sie es. Sie ist nicht hier, okay? Alter, meine Blase drückt. Schön für dich. Frauenblase. Ach, komm. Wasch Arsch vor dem Kissen. Da. Ja, weil ich so vorge. Vorsorge. Ja, voll so vor. Frau Zappa. Das ist mein Kühl, ja. Coole Ranze voll. Hm, der hat noch mehr Luft. Nee, oder? Der andere hat 300 irgendwas. Okay. Das ist immer einer. Klassisch müssen einfach die Besten. Meine Rig empfängt eine Art Botschaft in Dauerschleife. Klingt chiffriert. Sie kommt aus dem Forschungsschiff CMS Greeley. Das könnte echt wichtig sein. Wenn ich kann, sehe ich mir das an, Santos. Isaac, Ende. Da weiß auch, wie man die Leute abwirkt. Die Greeley erkunden. Mhm. Ja, die da. Das ist die Greeley. Mhm. Die habe ich übersprungen, wo ich durchgerannt bin. Ah. Das kann ich auch. Wie, was? Überspringen und was weglassen. Ja? Ja. Krass. Taxi. Die auch können hinschweben. Ach, geht das auch? Weiß ich nicht. Ach so. Ich sag ja, hätte können. Wenn's geht. Ja. Verlassen. Okay. Schön. Und wohin? Flieg. Da, wo geradeaus, oder? Da. Was will der von mir? Weiß nicht. Ja, flieg mal zu dem Schiff, zu dem komischen. Nee, nicht zu dem.
Ja, aber der... Aber da vorne ist ja doch Creely dran. Der schon, aber der zeigt mir... Ja, egal, flieg doch einfach mal hin. Jetzt bin ich verwirrt. Da. Da oben, da leuchtet es rot. Links. Nein, nicht links. Links, links, links. Rot. Da. Vor dir, das blinkt auf. Okay, ich bin sauber. Jetzt kann ich ja gleich mal gucken, wo jetzt das blaue Ding hin zeigt. Wahrscheinlich wieder raus. Na? Siehst du? Tatsache. Vielleicht weiß ein temporäres Ziel ist. Hey, da, optionale Mission. Hatten Sie schon Glück mit dieser schifflierten okay. Nachricht? Nein, aber wenn ihr die Quelle findet, finden wir auch eine Möglichkeit, sie zu entschlüsseln. Irgendwie ist die Laterne im Gesicht gerade. Ja, ne? Voll cool. Der Anzug ist einfach geil. Finde ich voll cool, dass es da jetzt optionale Dinge gibt. Kann ich nicht tragen. Du findest auch überall zum Waffe weitere Griffe. Verbesserungen. Okay. Oder Schnickschnack. Das doof ist jetzt. Ja, doch. Er zeigt doch was an. Hat wahrscheinlich eher funktioniert, als er es gezeigt hat, ne? Ja, klar. Ich hab gedacht, das ist Santos. Offenbar sind Teile des Schiffes abgeschottet. Abgeschottet? Absichtlich? Bekommen Sie sie wieder auf? Bin mir nicht sicher. Wenn ich die Stromzufuhr wiederherstellen kann, kann ich die Sicherheitsabregelung vielleicht aufheben. Und die ich wo? Du brauchst eine komische Talk. Irgendwas Stange? Das ist so. Wie bei 2, wenn du so einen Knoten benutzt, ist so ein, eine Tür, wo speziell Waffe, Gegenstände drin sind. Okay. Tja, leider Runde oder rechts? Die Frage, alle Fragen. Ja, die Treppe. So ein bisschen Event Horizon mäßig. Wie Event Horizon? Horrorfilm. Na gut. Kenn ich nicht, ja? Doch. Aber... Ich finde es eigentlich eher so typisch, irgendwie Dead Space 1. Alles schon ruhig. Santos, Strom reaktiviert! Ich seh's. Die Abriegelung geht von dann auch die Gespräche. Setzen Sie ihn mir als Wegpunkt, dann gehe ich dahin. Denkst, aber ich finde es. Was too much? Nee, ich finde es gerade richtig gut. Sag ich doch. Das ist jetzt im ersten Mal im Spiel, ich so denkst so. Hab das. Es kommt ein bisschen Feeling auf wieder. Dann noch mit dem Anzug? Ja. Isaac, wie kommen Sie voran? Ich habe den Funkraum gefunden. Geben Sie mir eine Minute, um die Abriegelung zu deaktivieren. Wir sehen, was hinter der Tür ist beim nächsten Mal. Genau.
der nächsten Folge. Bis dann.